Walter, du hast ja selber Suizidalerfahrungen. Wie kam es denn dazu? Es waren mehrere Faktoren, die ja wie so Hochwasser aus verschiedenen Flüssen sich getroffen haben. Das ist zum einen die CDU-Parteispendenaffäre, die mein damaliges Leben, meine berufliche Zukunft, meine wirtschaftliche Grundlage fast zerstört hat. Dann im Juli 2001 der Suizid meiner Mutter in meinem Jugendzimmer, in meinem Kinderbett. Das ging natürlich sehr in die Knochen und gleichzeitig auch das Scheitern meiner ersten Ehe. Und daraus eben auch eine Überforderung und die Frage, warum gibt es mich überhaupt? Und da hatte ich auch eine Weile keine Antwort. Wie bist du dann aus dieser Situation herausgekommen? Schritt für Schritt. Und das Wichtigste war, ich habe überhaupt mal anerkannt, dass ich in dieser Situation bin, dass auch mein Körper gestreikt hat. Ich habe 6 Monate lang keinen Geschmackssinn gehabt. Also ich konnte Nutella mit Gewürzgurke, französischem Senf und Marmelade auf Brot essen und es schmeckte wie Papier. Und es war mir klar, es muss alles anders werden. Ich muss mich neu ausrichten, ich muss neue Überzeugungen, neue Wahrheiten im wahrsten Sinne des Wortes finden. Und diesen Prozess habe ich dann auch begonnen, autodidaktisch, indem ich einfach auf die Suche gegangen bin. Was würdest du denn Menschen mit suizidalen Gedanken empfehlen? Ich würde als erstes mal empfehlen, sich ehrlich gegenüber zu sein, sich zu begegnen. Und dann vielleicht etwas kruder Satz, man kann sich immer noch umbringen, aber vorher gibt es dir noch 1, 2 Chancen. Und das war auch das, was mich am Leben und letztlich ins neue Leben gebracht hat, dass ich gesucht habe und dann habe ich Themen gefunden wie Logotherapie, Sinnzentrierung, Viktor Frankl. Ich habe alte Philosophen wiederentdeckt, die mir sehr viel geben, Seneca, Marc Aurel, Epiktet, also die stoische Philosophie. Und ganz wichtig, ich bin über mehrere Umwege wieder zu meinem Glauben zurückgegangen. Ich habe mich sehr intensiv mit der Bibel, mit dem Neuen Testament beschäftigt. Und in der Summe dieser neuen Antworten habe ich auch einen für mich neuen Weg finden können. Aber das ist natürlich auch nicht ohne Anstrengung. Vielleicht noch ein Wort zu Suizidopfern selber. Die Hinterbliebenen, die haben auch sehr viel mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Sie haben auch mit Zorn zu kämpfen. Du hast eine Theorie der einseitigen Vergebung. Kann man die darauf anwenden? Ja, ich nenne es einseitige Versöhnung. Das kann man auch schön auf meiner Website nachlesen, www.walterkohl.de. Einseitige Versöhnung bedeutet, ich finde meinen Frieden, wenn der andere, die anderen oder die Umstände nicht mehr erreichbar sind. Ich meine, du hast es ja angesprochen, Thema Suizid meiner Mutter. Diese 3 Meter, sage ich immer, wenn ich an ihrem Grab da ist und keine Bank sitze, die sind ja unüberwindlich. Aber will meine Mutter, dass ich unter ihrer Entscheidung leide? Nein. Will meine Mutter, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege? Ja. Also habe ich auch irgendwo eine Verpflichtung, gerade wenn ein geliebter Mensch einen Suizid begangen hat, aus diesem Suizid zu lernen und aus diesem Suizid auch herauszuwachsen, wie eine Pflanze, die herauswächst. Und ein wichtiges Thema für mich in dem Zusammenhang ist eben die Arbeit Suizidprävention, jetzt hier bei Franz im Frankfurter Netzwerk Suizidprävention oder auch in der Unterstützung von dir, Mario, weil ich eben dein Projekt auch genial finde, als ja, Leuchtturm, als Idee, Menschen dieses Thema nicht nur näher zu bringen, sondern auch mit deiner Biografie zu arbeiten. Und das ist meine Antwort. Und in dieser Antwort finde ich Sinn, Bestätigung. Und ich kann jedem nur empfehlen, der selber Menschen im Umfeld, also geliebte Menschen vor allen Dingen in der Familie, im Freundeskreis, durch Suizid verloren hat, ja, es anzunehmen, aber auch zu sagen, es ist Zeit für eine neue Antwort. Und ich glaube, in fast allen Fällen will der Mensch, der sich das Leben genommen hat, nicht den Menschen, die er hinterlassen hat, das Leben zur Hölle zu machen. Deshalb packt's an und macht was draus. Dankeschön. Gerne.